Hey, hier ist dein Vocal Productionist und Mixing Engineer Astrovich und ich heiße dich herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe letztens die Songs angehört, die ich alle im Mai gemacht habe, und da ist einer vor allem herausgestochen durch seinen echt smoothen Mix. Und wir schauen uns heute mal anhand von diesem Positivbeispiel an, was denn eigentlich einen guten Vocal Mix alles ausmacht und was man am besser vermeiden sollte. Viel Spaß! Okay, machen wir mal kurz einen Vorher-Nachher-Vergleich. Ungemixt ohne Beat. Die Jacke ist Designer, Babe. Gemixt ohne Beat. Die Jacke ist Designer, Babe. Ich schwör ein Blick. Ungemixt mit Beat. Ich bin jeden Tag am Trappen, du weißt. Und gemixt mit Beat. Ich bin jeden Tag am Trappen, du weißt. Ich hab jeden Tag geschmissen, du weißt. Okay, schauen wir uns die Vocal Chain mal genau an. Wir komprimieren viermal. Dreimal ändern wir es am Frequenzband, zweimal die essen wir und zweimal haben wir auch Plugins, die ein wenig Wärme hinzufügen und ein bisschen das ganze Signal mit Distortion versehen. Besonders interessant finde ich die Stellung der ersten fünf Plugins. Wir nehmen am Anfang mit einem Subtractive EQ, also Frequenzen raus, die wir nicht mögen, komprimieren danach ganz leicht mit 2 dB Gain Reduction, also 2 dB wird den Vocals entzogen. Dann haben wir packen wir die Esser rein. Dann komprimieren wir wieder 3 dB Gain Reduction und danach equalizen wir nochmal mit einem Additive EQ, der auch noch gleichzeitig einen Klang hinzufügt. Wir haben also quasi so ein Sandwich mit L zwischen EQ, Kompressor, De-Esser, Kompressor, EQ. Man muss noch dazu sagen, dass ich auch bei dem klangfärbenden EQ leicht komprimiere. Danach distorten wir mit einem recht ungewöhnlichen Plugin, und zwar dem Fruity Fast Distortion. Wer vielleicht Nick Mirror kennt oder der Produzent von Juice WRLD, All Girls Are The Same, Lucid Dreams und so weiter, der benutzt den Fruity Fast Distortion zum Beispiel immer auf 808s und wir benutzen ihn hier auf Vocals, was irgendwie ich in letzter Zeit irgendwie recht cool finde, weil es eben auch ein Stop-Plugin ist und vielleicht echt einfach zu bedienen. Danach die essen wir wieder, danach haben wir wieder ein EQ, mit dem wir anheben, danach komprimieren wir und danach noch als letztes geben wir nochmal Saturation hinzu mit dem Decapitator, was persönlich mein Favorite Distortion oder Saturation Plugin ist. Was wir aus der Mixing Chain auf jeden Fall lernen können, ist, dass wir nicht mit einem Equalizer, mit einem Kompressor, mit einem De-Esser unsere technischen Jobs erledigen, sondern dass wir das mit vielen kleinen machen, weil wir dadurch eben viel smoother das Ganze gestalten können und demnach dann eben mit kleinen Veränderungen langsam ins Ziel kommen, aber dann eben an recht ausgewogeneres, individuelleres Ergebnis. Eine weitere Regel wäre vielleicht zum Beispiel auch, dass es hier keine richtige Regel gibt. Also ich bin da nicht vorgegangen und nach irgendeinem Regelbuch, sondern ich habe wirklich mir nur überlegt, was will ich als nächstes. Und es war alles intuitiv die Entscheidung, welches Plugin ich nehme auch. Was natürlich mit der Übung kommt, dass man ungefähr weiß, okay, jetzt will ich das Distortion Plugin, jetzt hat das da. Oder jetzt will ich den Equalizer nehmen und jetzt hat den da. Was ich noch über den Mixing-Prozess sagen kann, ist, weil ich weiß, dass ich danach auch nochmal reingegangen bin und an den S-Lauten extrem viel gemacht habe. Ich habe also quasi zuerst dieses Maximus Multiband-Kompressor, mit dem ich die esse. Als ich dann nochmal irgendwann später nochmal in die Datei reingegangen bin, oder auch während dem Mixen schon, bin ich dann später, als ich schon viele Plugins drunter hatte, trotzdem nochmal in den Maximus die esse reingegangen und habe trotzdem da nochmal Sachen angepasst. Okay, schauen wir uns mal noch kurz die Soundtracks an. Es sind 11 an der Zahl. Und davon sind 2 Reverbs dabei, 6 Delays, 1 Widening, 1 Widening Preset, 1 Exciter Preset und 1 Doubler. Bei den Reverbs sind 2 eigentlich relativ wenig, dafür haben wir aber relativ viele Delays. Und der Grund hierfür ist, dass eben auch viele Delays hier die Funktion von einem Reverb hier abdecken, weil sie eben quasi dafür da sind, dass sie einen Raum simulieren sollen. Bei den Delays gibt es auch ganz verschiedene. Was ich vor allem interessant finde, ist ein Delay, der extrem gut reingepasst hat, ist einer mit 350 Millisekunden als Echo-Zeit. Was ich auf jeden Fall aus den Delays lernen konnte, war, dass eben auch wieder viele Delays in der Summe einen guten Klang ergeben, dass man auch da viele verschiedene nehmen kann und die müssen auch gar nicht unbedingt direkt auf den Takt sein. Also man braucht nicht immer ein Viertel und dann ein Achtel Delay. Und auch wenn jetzt halt hier zum Beispiel mehrere ein Achtel Ping-Pong Delays drin sind und ein Sechzehntel sind ja im Endeffekt auch nur, die Hälfte davon, also geht auch auf den gleichen Takt quasi, auf den gleichen Rhythmus, da sind sie trotzdem nicht gleich, weil sie eben verschiedene Variationen in der Stärke haben. Im Klang, im Filter, also mit dem EQ, wird auch davor gesetzt oder auch im Plugin schon drin. Und natürlich auch die Positionierung. Aber manche werden halt im Raum einfach anders positioniert. Außerdem haben sie verschiedene Funktionen. Manche sind zum Beispiel einfach dafür da, dass sie ein Stereo-Field machen, also dass sie zum Beispiel Ping-Pong sind und quasi hier mehr Breite in den Raum geben. Eine weitere Funktion des Delays kann auch sein, und hier haben wir den auch, dass halt in den Pausen, wo nichts geredet wird, dass einfach das nochmal geächert wird, quasi wie so die gleiche Funktion wie beim Adlib.
Außerdem habe ich ja vorhin schon angesprochen, können die Delays auch eben den Zweck eines Reverbs erfüllen, das hier einfach auch so ein bisschen Hall und einen Raum hinzufügen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war jetzt halt ein bisschen ein anderes Videoformat. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, wie du es fandest, was vielleicht, wo ich vielleicht mehr ins Detail gehen muss. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass das jetzt halt eher was für fortgeschrittenere Ingenieure ist. Ich habe übrigens in Playlisten jetzt halt erstellt für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Experten. Wenn wir jetzt hier alles zu schnell gehen, kannst du natürlich auch in eine andere Playlist erst reinspringen, die Videos abarbeiten und dann kannst du dich weiter so vorgehen. Also dann, dein Astrovich, dein Vox Production ist. Viel Spaß, bis zum nächsten Video.